weil ich das in die Sekunde fahre.
Chaos. Scheint, dass wir einen guten Fang gemacht haben. Ich denke, unser Bergwerk wird bald wieder florieren. Oh, hallo! Das Spielchen, das jetzt kommt, das kennen wir ja bereits. Also dann. Los geht's! Die Mariko, genau.
und wenn wir erfolgreich sind, haben wir neue Arbeitsplätze. Ich kann genügend Quecksilber fördern und die Waffen bezahlen. Was hältst du davon? Ich bin einverstanden. GT wird jetzt... Gestern
die Kopas sind in der Nähe. Es ist zu gefährlich. Nonsens. Ich werde mich verteidigen, noch einmal anzugreifen. Denke, Sie haben die Nase voll von yesterday. Listen, come on, Und ihr meint wirklich, dass es die Maricopa sind? Ja, wir alle haben sie gesehen. Ich soll mein Bruder macht ein Land des Liedes. Ich selbst werde den Weg über das Kopa verlegen. Gut. Leute, zwei Dinge sind wichtig für euch. Haltet das Tor geschlossen, damit euch niemand überraschen kann. Ich stelle in jedem Fall eine Wache ein. In Ordnung, ich werde dafür sorgen. Komm, lass uns rein. Thank you.
Hände gefasst. Noch heute wird der Matterhorn sterben. Bitte, die Krieger der Maricopas sind verblendet. Sie wenden sich gegen ihre Brüder, mit denen sie zusammen stark und mächtig werden. Und verbünden sich mit Gleichgesinnten, die ihnen Tod und Verderben bringen. Bringen so hat gegen die Maricopas gekämpft. Und jetzt? Jetzt jammert er wie ein kleines Kind. Noch heute wird er durch die Hand mit ihm sterben. Aber nicht nur den Schmied in die ewigen Jagd mit dem Leben. Wenn ihr wieder drauf nur einen Halt könnt, dann bin ich da. Oh, Scheiße! Warum habt ihr wieder nur gefangen genommen? Wir haben einen Vertrag mit den Reichsgesichtern aus der Fallmann. Und ihr wollt ihn verhindern. Was für ein Vertrag? Wir haben den Reichsgesichtern das Gebiet für die Quecksilbermine überlassen. Und dafür haben sie uns Waffen versprochen. Ja. Und erkauft werden sollen diese Waffen mit dem Blut unschuldiger Menschen. Ihr habt die Mission überfallen, obwohl ihr wusstet, dass sich dort nur friedliche Bürger befinden. Wenn Willem und Don Schatter nicht gewesen wären, befänden sich die Sieger schon längst im Bergwerk. Das werden sie sicher auch jetzt sein. Während sie Maricopas, Willem und Don Schatter in Gefangen genommen haben. Das war der Sinn des Ablenkungsmanövers. BT, ich sehe zwar, dass ihr in der Überzahl seid, aber du weißt, dass nie eine meiner Kugeln fehlt. Ich verspreche dir eins. Wenn auch nur einer der Sieger ein Heim kommt wird, werden wir alle ohne Ausnahme sterben. BT verhält sich wie ein habgieriges Bleichgesicht und nicht der stolze Indianer. Bitte, du verachte dich. Aber was sollten wir tun? Mit uns gegen diese Bleichgesichter kämpfen. Wir haben einen Vertrag. Hier geht es um Menschen. Man kann einen Vertrag nicht brechen. Wenn es das Gottesurteil hat, ist BT bereit, sich ein Gottesurteil zu erwerben. Ja. Nur mag ein Zweikampf zwischen Willen und BT entscheiden. Siegt BT, so mag es ein Vertrag einhalten. Siegt aber Willen, so muss sich BT seiner Entscheidung fügen und das Leben der Sieger retten. Ich bin einverstanden. Der Kampf. Thank you.
Scheint eine Menge zu. Was machen wir mit ihm? Aufhängen! Sagt er so schweigsam? Hat er nichts dazu zu sagen? Zu seiner Lordschaft und zu der ihrer Würde gibt man nie die Scheu zu sprechen. Warum hat er eigentlich einen Dienerwald? Wenn der ihm die ganze Zeit so treu zur Seite gestanden hat, kann er ihm doch auch diesen letzten Dienst erweisen. Du hast es gehört. Häng ihn auf. An ihn schon. Jetzt zuerst meine Aufgabe beenden. Wissen, woran, woran, woran.